So, ja, jetzt kann man raus hier. Die Schüsse waren jetzt Stunde 20 im Öfen. Im Öl. Also, wie nennt das? Wieso mache ich sowieso mit? Das guckt ja keine Sau. Und, tja, gucken wir mal. Gucken wir doch mal! Bisschen heiß, lieber. Jetzt bin ich mit dem Finger rangekommen. Also ich will ja nichts sagen, normalerweise ziehe ich ja die... Moment. So kann das auch dauern, weißt du das? So, jetzt machen wir mal den. Also, das ist blöd hier, ist ein bisschen quer. So, gut's aus. Wichtig ist erstmal, dass das Hähnchen heiß. Das Hähnchen abkommt. Damit ich mir eigentlich normalerweise immer hier Dingens. Ja, einfach hier schön öffnen den Arsch. Mal kurz ein bisschen doppeln lassen hier unten. Um eventuelle Flüssigkeit loszuwerden. Dann hier am Teller. Und das ist natürlich nicht alles. Und wenn wir unser Hähnchen hier haben, haben wir hier noch Dingens. Haben wir hier noch. Haben wir hier auf dem Boden, wir haben noch das ganze Gebimsel hier. Ne? Da habe ich kurz vor Ende einfach einen kleinen Schuss Mondamin mit reingetan. Einfach einen Löffel, ne? Bratensoße, Geflügelsoße, je nachdem, was du magst. Ja, einfach mit ein bisschen Wasser angerührt, mit reingegossen, weil wir haben hier ganz viel Sud. Ich sehe gerade, das reicht alles gar nicht. Da brauchen wir eine größere Schüssel für. Haben wir so 100 voll Sud, das kann ich euch ein bisschen zeigen, wenn wir ein Glas nehmen. Kann ich euch ein bisschen zeigen, dass, wenn wir hier so ein Glas, hier sind der Hitze beständig, diese IKEA-Gläser. Dann können wir uns hier das Glas nehmen. Können dann hier, wie mache ich das am besten? Ich doch jetzt wieder. Siehst du, was Schlimmes? Diese Handschuhe sind ja schon gut. Aber das Problem bei diesen Handschuhen ist, wenn man nicht die dunkle Seite zu Hitze hat, dann hast du nämlich das folgende Problem, dass die sogenannte Hitzebeständigkeit, die du ja in den Handschuhen hast, nicht mehr gegeben ist. Es wäre so, als hättest du hinten, ist ja genauso wie wenn du jetzt Handschuhe gegen Hitze hast. Aber diese Hitze, die Feuchtigkeit, ja, die Handschuhe aufweicht. Und sobald die Handschuhe feucht sind, kommt die Hitze auch wieder durch und dann bist du wiederum schon wieder angeschmiert. So, das ist halt dieses typische Prinzip. So, jetzt können wir uns hier, ich glaube die Scheiße, können wir uns dann hier unseren Sud abgießen. Und das wird dann ist eine richtig schöne Soße zum Hähnchen. Wie ihr sehen könnt. Wunderbar, ne? Das ist doch schon mal gut. Dann haben wir unser wunderbares Sößchen. So, und dazu kommt dann unser Tellerchen. Das könnt ihr euch dann wahrscheinlich ansehen. Unser wunderbar gegartes Hähnchen. Und der beste Trick ist, ja, ist hier oben knusprig, ja. Ne? Der beste Test, wenn du gucken willst, ob was knusprig ist, auch hier bei den Ärmchen. Dann nimmst du dir hier so ein Ärmchen, ne? Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd, das ist so verkantet. Aber wenn du das hier machen kannst mit dem Ärmchen, am Ring, also mal am. Und es ist knackknusprig, ne? Dann ist alles optimal. Mmh, lecker. Tja. Weg hier. Mmh. Mmh, ja, Knochen.